Moin, moin und willkommen zurück zu Entsprouted. So, Freddy, ich sehe gerade, du hast den Affiliate geschafft auf Twitch. Nice. Deinen ersten Emote hier ist das, oder? Warte, den muss ich mir mal ansehen. Einen Moment, ich muss mal einmal kurz so raus. Freddog Innos, ne? Glückwunsch auf jeden Fall erst einmal. So, auf YouTube kriegen die jetzt das auch mit und dass du dann hier den Affiliate gemacht hast. Das ist dein erster? Nice. So, ich hoffe, es gibt da auch eins für Belia und Adanos. So, ich habe heute vor, ein bisschen zu questen und auch ein bisschen zu bauen. So, warte mal. Muss eben kurz wieder, genau, hier hin. Und ich habe auch noch mit einem zweiten Charakter hier noch ein bisschen gesammelt, ein bisschen gelootet. Ja, ich hoffe, die kommen, Freddy. Also. So, hier, da haben wir ein bisschen was gesammelt. Habe ich ein bisschen Munition geholt. Würde aber sagen, ich mache die Dinger vielleicht doch hier rein. Ich glaube, ich benutze eher die grünen hier. Also diese Geisterdinger. Warte mal. Okay, ich glaube, die verstehe ich auch wirklich noch nicht. So, aber die Dinger packe ich mal hier rein. So. Und nehme dafür die hier. Und die hier mit rüber. Pack die vielleicht hier zu. So, dass wir uns dann jetzt sind von Elex und Risen. Kommt also noch. Oh, okay. Da, die Gnomenfatze erkennt man leider nicht so gut. Dann werde ich wohl irgendwann wieder rausnehmen. Aber hallo erstmal. Ja, auch dir erstmal hallo. Ja, ich wollte aber heute erst einmal ein bisschen questen hier und ein bisschen bauen und so. Vor allem, wir brauchen endlich mal eine Lagerhalle. Deswegen würde ich mal schauen, wie viel Holz wir auch haben. So an. Also Bauholz, Baublöckenholz, dass wir. Das Lagerhaus würde ich nicht mit den Fachwerkblöcken machen wollen, sondern eher vielleicht. Nee, nicht mit denen. Mit dem veredelten Holz. So, und irgendwas grob behauen, Steinblock würde ich dann auch vielleicht nochmal nehmen. Für das Fundament. Genau damit würde ich das machen. Und ich würde die Lagerhalle hier anfangen wollen, würde ich sagen. So, ne, ich möchte nicht, dass es einrastet. Ich möchte. So, bitte noch eins. Eins tiefer. So. Ab jetzt darfst du einrasten. Den hier wieder weg. Dann so. Und so. Machen wir. Oh, das kenne ich, dass man den eigenen Stream verschläft. Kenne ich sogar zu gut. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. So. Aber wenigstens bist du ausgeschlafen, ne? So, für diejenigen, die mir aber auch auf YouTube zuschauen, so sage ich schon mal, könnt ihr auch mal gerne bei Freddy vorbeischauen. Der heißt da Like It Should Be. Der macht auch gerne Gothic. Und auch eigentlich alle seine Streams hier. Stalker hat er momentan gemacht, schaue ich auch gerne hin und wieder mal rein. So, jetzt fehlen mir Blöcke, ernsthaft. Die gehen aber auch schnell weg. So, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr sympathisch, der Dude. Kriegst du auch mal einen Shoutout. So, ich glaube, ich nehme die mal alle. Ah, da komm, ich lasse ein.
Ah, warte, den Stapel nehme ich auch mal mit rüber. So. Nee, warte mal. Dafür lässt du mir die heute die Brille dran. Okay, das ist sehr großzügig von dir. Ich glaube, ich habe den falschen Block mitgenommen. Kann das sein? Ja. Stadtmauerblock, verwitterter Steinblock. Was habe ich hier? Verwitterter Steinblock, verwitterter Steinblock. Was ist hier? Den wollte ich mitnehmen. So, jetzt ist richtig rum. Jetzt haben wir wieder genug. Ja, aber das ist freundlich von dir, Freddy, dass du mir die Brille heute da lässt. So. Wie viele Blöcke sind das jetzt breit? Eins, zwei, drei, vier. Und lang? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, das könnte eigentlich dafür reichen. Obwohl, eins nach hinten machen wir noch. Das soll ja eine Lagerhalle werden. So, jetzt oben muss hier einmal weg. Es gibt Pflanze. Weg mit der Natur. So, dann würde ich jetzt mit den Wänden hier beginnen. Ich würde sagen, den fangen wir hier an. Ich wollte schon sagen, warum rastet der nicht ein? So. So. Und da hinten nochmal. Ja, wir haben uns zwar jetzt erstmal zugebaut, aber jetzt muss ich erstmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Von 30 die Hälfte ist 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, dann hier kommt die Tür rein. Dann ist es die exakte Mitte. Und hierhin werden dann die ganzen Truhen und so weiter rüber gelagert. Dann müssen wir hier nur noch ein ordentliches System machen, wie wir das mit den Wänden und so auch noch hinkriegen. Beziehungsweise, wie breit sind die Wände hier? Hier sind sie eins breit, glaube ich. Werden wir das da genauso machen. Beziehungsweise, ich will hier auch ein Obergeschoss haben. So, erst einmal fangen wir aber auch mit einer Treppe an. Ja, packen wir die hier hin. Glaube, die muss so.
Nee. Wir machen so eine Treppe. Ja. Und dann, wo haben wir den Boden? Vernünftigen. Wird zwar gleich erstmal dunkel, aber immerhin wird das dann die erste Lagerhalle. Vielleicht müssen wir da noch irgendwie Akzente setzen oder sowas. Mit anderen Materialien ein bisschen experimentieren. Aber zumindest, dass wir hier schon mal die erste Lagerhalle haben. So. Ich habe einen Streamplan eigentlich, ja. Also ich bin auch mittwochs und donnerstags am Stream. Ich will sogar tatsächlich demnächst mal anfangen, öfters zu streamen. Den poste ich eigentlich, also beziehungsweise ich habe erst ab seit dieser Woche angefangen, einen vernünftigen Plan zu streamen, zu posten auf dem Discord. So. Und für die nächsten paar Wochen kommt auch schon. Ja, wenn man Geld dafür bekommt, sowas zu machen, dann ist es einfacher. Dann muss man nicht mehr irgendwo noch woanders arbeiten, sondern kann man einfach so ein bisschen dazu verdienen, sagen wir mal so. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Aber da hast du recht, ich muss jetzt eigentlich da wieder mich dran setzen. Ich habe da jetzt viel zu lange nichts dran gemacht. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass da auch jetzt eine Weile keine Updates kamen. Dazu meine ich. So, ich brauche jetzt aber mal die Leiter, die wir da hinten haben. Das sieht eher aus noch wie so ein Block. Sieht einfach aus wie so ein Block. Was, wenn ich hier hinten... so was noch dazu mache? Die Dinger muss ich dann wahrscheinlich umplatzieren. Reißt das hier halt hier ab. So. Ich glaube, hier muss ich einzeln solche Dinger machen. So.
Und ich glaube, da oben können wir dann auch noch mal eine Tür hinsetzen. Dann hat man hier so eine Art Dachterrasse oder sowas. Würde ich vielleicht. Da warte mal. Ich pack den hier hin. Dann hat man hier noch einen Durchgang. So, dann können. Hier nochmal so einen Boden gesetzt hat. Wegen meinem Geburtstag. Ich muss jetzt gerade überlegen, 4. Mai war das. Ich habe meinen eigenen Geburtstag fast vergessen. So, mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich an meinem Geburtstag mache. Ob ich da spontan einen Stream mache. Wird sich aber eher dann spontan entscheiden. So, warte mal, ich habe eine Idee. Ja, weil es am Star Wars Tag ist, genau. So, wer kann hier eigentlich Leiter machen? Ich will die hier haben. Uns fehlen Nägel. Und Bronzebarren sind auch zu wenige. So, Leiter. Mach ich mal eine. Komme ich von hier da hoch? Ja. So, wo würde es Sinn machen, wenn wir. Ich glaube, hier neben, oder? Ne? Die Tür ist hier. Aber hier soll auch nur so eine Art Dachschräge sein. Das ist auch genial, so. Von einem deiner Freunde kennst du den Geburtstag nicht. Nur, dass es im August oder September ist. Das ist, ist lobenswert. So, ich würde vielleicht sagen, dass ich den dann hier hinsetze. Die Leiter. Jetzt nur die Frage, wenn ich. Warte mal. Oh, jetzt ist dunkel. Nee, gar nichts. Wenigstens die Straßenbeleuchtung, sie sieht man. Wenn man das so nennt. Ja, Stadt, Land, Fluss, aber das wird nicht mehr an meinem Geburtstag stattfinden. Da, weil Neve und, Dingens hier, also nicht am PC sein können an den Tagen. Yuffie, genau, Yuffie May. Neve und Yuffie May, die sind, genau am 4. Mai bei Yuffie da in der Stadt. So, jetzt brauchen wir Dachblöcke. Was nehmen wir für die Dächer? Ich würde die hier nehmen wollen.
Okay, wir haben hier ein kleines Problem. Machen wir das ein kleines bisschen breiter. So, und jetzt ist die Frage. Okay. Machen wir dann mal so. Ich mache die Dinger lieber einzeln. Wohl, warte. Ich reiß die noch mal ab. Ich glaube, ganz unten reiße ich das Holz noch mal ab und mache da irgendwie einen Steinwand oder sowas. Ja. Ist doch viel einfacher. Oder? Wird ein sehr komisches Haus. Ist vielleicht ein bisschen zu breit. Nur ein kleines bisschen. Ja. So hat mich keiner vorgewarnt, dass Bauen so kompliziert sein kann bei so kleinen Blöcken. So, und dann würde ich hier vielleicht sowas machen. Okay, das passt schon mal. Und dann heißt das, die Dachschindeln können hierhin schon mal. Und ja, ich glaube, hier werde ich wahrscheinlich erstmal alles einzeln platzieren dürfen. So.
So. Heute müsste, glaube ich, schon die Folge kommen, wo ich kurz vor Xardas Turm bin und dann irgendwie, vor allem, ich habe was Falsches gesagt gehabt. So, ich habe gesagt gehabt, so, ich hätte mich teleportiert, aber nee, das war irgendwann anders. So. Und da, wo ich nicht bei Xardas war. Nur kurz vor Xardas. Heute kommt aber die Folge, wo ich kurz vor seinem Turm in eine falsche Richtung abgebogen bin. Und dann mich wundere und dann auch erstmal dann sage hier, hä, dann hier kann der dann gar nicht sein, wenn ich den hier nicht finde. Und so, und dann irgendwie eine Weile verzweifelt dann am Suchen bin. Und genau 25 Folgen später finde ich den Typen. Also genau bei Folge 100 finde ich den dann. Ich habe das heute nochmal geguckt gehabt, so weil ich ja auch heute nochmal ein paar Thumbnails gemacht habe. So, wo hatte ich jetzt eigentlich die Gerüste? Die nehme ich schon mal. Die werde ich gleich brauchen. Na, okay, das passt von der Höhe. Okay, ich dachte schon. Ah, nice, passt. Aber damit du Bescheid weißt, heute kommt die Folge, wo ich mich auf die Suche nach ihm mache, kurz bevor ich bei ihm bin, die Suche aufgebe, weil ich falsch abgebogen bin. Autsch. Das sieht cool aus. Jetzt habe ich ein kleines Problem. So, kann ich den hier jetzt auch noch mitnehmen? Vielleicht muss ich. So. So. Und hier. Aber diese Dachdinger, die haben definitiv was. Ist nur die Frage, noch eins in die Breite? Ja, wir gehen damit noch eins in die Breite. Das sieht definitiv nice aus, finde ich. Das heißt, der hier auch eigentlich. Komm. Dann ist jetzt nur die Frage, wie machen wir das gleich hier oben?
glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir das andere hier nehmen. Also nochmal den Dachschindel. Okay, für hier sieht das viel besser aus, wenn wir nochmal, also für außen nochmal die Dings nehmen. Die Dachteile. Das gleiche hier nochmal. Die lasse ich mal da. Autsch. So, jetzt erstmal ganz kurz überlegen. War das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache das erst einmal so. Und dann hier nochmal ergänzen. Ja, ich würde sagen, sieht an sich gut aus. Das gleiche müssen wir auf der anderen Seite auch noch machen. Beziehungsweise hier müssen wir die Blöcke noch reinsetzen. So, und komm, da. Perfekt. Könnte sehr lange noch dauern hier. Nee, noch nicht die ersten Hochhäuser gebaut, aber wir sind gerade dabei, die Lagerhütte zu machen, weil das da, weil da drin das Flammenaltar ja drin ist, soll dann zu einer schönen, dunklen, düsteren Kirche werden, sagen wir mal, oder Kathedrale oder sowas. Und ich bin aber am Überlegen, hier die unteren Bereiche einmal abzureißen. Und dann durch ihn irgendwie so einen Stein oder so zu ersetzen. Weil das ist mir einfach zu sehr dasselbe Holz. So, weil ich hier drinnen noch nichts sehen kann. Einmal das. Ah ja, und da einmal die Leiter benutzen.
So. Dann hier wieder den hier. So, Oldcoin, du musst mal gucken hier. Freddy hat seine ersten Emotes. Er hat jetzt endlich den Affiliate geschafft. So. Vor allem diese Kirche, das Ding wird ja auch noch komplett abgerissen, sobald wir aber alles davon, was da drin ist, hier hin rübergeräumt haben. In die große Lagerhalle, was das noch sein wird, noch werden soll. Und für seinen Gothic View die doppelt bis dreifach so viele Views als sonst. Okay, das hab ich noch nicht gesehen, wie viele Views der da bekommen hat. Muss ich später mal reinschauen. Ey, das war doch aber das, Ah, das lag wegen zwei Raids. So. Und hier nochmal. Ich, wie ich meine Emotes gemacht habe, mit Photoshop. Ich habe mir einige Vorlagen quasi rausgesucht gehabt, so die ich bei anderen Streamern gesehen habe. Oder die ich auch mal ergoogelt habe und so weiter. Und versucht quasi einen eigenen Stil zu machen. Also Ähnlichkeiten rausgesucht. Ich werde meine Emotes eigentlich noch mal ein bisschen erneuern. So, weil die sehen, glaube ich, auf die Art, wie, also so wie die jetzt momentan aussehen, sind zwar schon eigentlich sehr schick, aber du kannst dir gerne auf jeden Fall bei anderen Streamern oder so sowas mal angucken und dann versuchen, deinen eigenen Stil zu machen. Sowas ist ja noch erlaubt. Was du aber nicht machen darfst, ist von anderen Streamern 1:1 kopieren. Das ist wiederum. Oldcoin, du bist schon dabei, Baldur's Gate 3 zu spielen? Nice. So, aber ich sag mal so, ich werde meine Emotes auch noch demnächst irgendwann noch mal ein bisschen anpassen. Aber ich habe die ich bisher habe, einfach schon mal rausgehauen gehabt, damit ich zumindest überhaupt erstmal welche habe. Und ein paar animierte Dinge auch noch wollte ich rausballern. Yo, du schaust dir Fallout an? Nice. Wollt ihr auch machen? Nur dafür habe ich aktuell eher dann nicht die Zeit.
bin auch ein großer Fallout-Fan. Da frage ich mich auch, wann ich mit der Saga anfange. Das wird auch noch wahrscheinlich sehr lange dauern. Vor allem auch, weil ich aktuell sehr viel Elder Scrolls, Gothic und so weiter spiele. Und dann wollte ich ja noch die Resident Evil-Reihe, Tomb Raider-Reihe, wollte ich jetzt ab kommende Woche, ab Mittwoch jetzt schon beginnen. So im Stream und parallel aufnehmen. Dann wollte ich noch irgendwie Assassin's Creed, die GTA-Reihe. GTA, da muss ich mir aber ganz genau anschauen, wie ich das mache. Weil wegen den Urheberrechten bei der Musik. Das könnte sehr, sehr schwierig werden damit. Aber Oldcoin, wie ist denn die Serie bisher? Wird ihr den Videospielen gerecht? Drei Klone. Ja, ich habe doch gesagt gehabt, ich will demnächst auch öfters mal streamen. Also, ich will auch demnächst die Streams parallel aufnehmen, anfangen aufzunehmen. Zwar jetzt nicht alles, aber parallel aufnehmen für YouTube, bisschen so zurechtschneiden. Mache ich ja genau das gleiche hier mit Unshrouded. Und dann ab Mittwoch mit Tomb Raider. Ist ja genau das gleiche, da wird parallel aufgenommen. Behind hat das innerhalb von 12 Minuten gut zusammengefasst. Okay. Muss ich mir mal ansehen. Boah, ich habe Behind Ewigkeiten nicht mehr gesehen gehabt. Der wird mir aber auch komischerweise nicht mehr vorgeschlagen auf YouTube. Ich weiß auch nicht warum. Mittlerweile werden mir da ganz komische Sachen vorgeschlagen, wo ich mir denke, so, warum? Ich habe nie irgendwas in so einer Richtung angeklickt und dann werden mir, egal, vergessen wir mal lieber dieses Thema, was mir da vorgeschlagen wird. So. Bei dir wird die Startseite mit Musikvideos voll gemacht? Ja, ich wünschte, bei mir wäre das. Bei mir wird momentan die Startseite mit irgendwelchen komischen Krypto-Leuten so voll gespammt und so. Und ich jedes Mal muss auf diese drei Punkte gehen und sagen, das interessiert mich nicht, keine Videos von diesem Kanal oder sowas vorschlagen, weil ich mich für Krypto und sowas gar nicht interessiere. Es gab mal eine Zeit, ja, aber ist schon Jahre her, wo ich mich für sowas interessiert habe. Auch asiatische Charts. Okay, das ist interessant. Ich habe mich für asiatische Musik eher wenig begeistern können. Beziehungsweise eher für K-Pop und so weiter konnte ich mich und ähnliches nicht begeistern. Ah, ich komme von hier auch noch daran. Nice.
Deine Startseite ist nur mit meinen Videos voll. Ich wünsche, das wäre die Startseite von jedem, ob der es will oder nicht. Dass ich wie so ein Geschwür bei jedem in der Startseite lungere. Und egal, was die da machen, auch wenn die so ähnlich wie ich das mit diesen Kryptotypen da mache, so auf keine Videos von diesem Kanal vorschlagen und so weiter, man wird mich einfach nicht los. Das wünsche ich mir. So. Ach nee, warte, hier. Hier sollen die Dinger hin. Okay, da komme ich nicht mehr ran. Vielleicht doch näher. Komm, bisschen. Ich glaube, das wird nichts. Okay, hat doch gefunzt. Chinesische Metalbands sind so absurd, als würde man eine Kriegserklärung auf Holländisch vorlesen. Okay, Kriegserklärung auf Holländisch muss ich mir auch mal anhören oder ansehen. Aber Metalbands? So chinesische Metalbands? Ja, wie gesagt, ist irgendwie nicht meine Welt. Konnte ich mich irgendwie nie für begeistern oder so. Hier speichert, aber hier speichert automatisch. So, hier packe ich den hier auch noch mal hin. Also ich habe mehr als genug von diesen Dingern hier mittlerweile. Eigentlich nice. Ich könnte eine richtige Großbaustelle schon damit aufmachen. Moment, irgendwas ist hier falsch. So, ich wollte schon sagen, irgendwas war da falsch. Jo, wie heißt deine Kanalpunkte jetzt eigentlich, Freddy? Hast du dich schon für einen Namen entschieden? Speicherstände. Okay, Speicherstände. Okay, wenn ich bei dir irgendwann 200.000 Speicherstände habt. Ja, dann muss ich irgendwann mal meine Festplatte wieder leeren. Da kann man bestimmt irgendwie so ein Dings machen, dass man hier mit keine Ahnung, irgendwie so eine Einstellung oder sowas, kann man bestimmt machen, dass du, egal welchen Knopf oder Taste oder sonst was du drückst, es automatisch mit schnell speichert. Das müsste man mal einführen bei dir. Obwohl, was Gothic angeht, nicht nur bei dir, dann auch, glaube ich, bei jedem.
Ja, bei Gothic wäre das wirklich kein Problem. Hast du es eigentlich wieder behoben mit dem Abstürzen? Ach so, du musst dich noch drum kümmern, hier mit den Abstürzen. Ach so, da ihr ja eigentlich gerade da war, seid, mal eine Frage. Lautstärke vom Spiel passt oder zu leise oder zu laut? Jo, den möchte ich auch irgendwie machen, das mit diesem auf die Fresse. Nur, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Animation erstmal hinkriege. Und dass dann auch für einige Zeit so ein blaues Auge irgendwie bleibt. Ein Heiligenschein? Freddy, bitte verlass diesen Kanal. Ja, den erkennt man wirklich nicht so gut. Was ist denn das? Eine Blutfliege oder? Ein Riesengnom. Ach, das ist der Riesengnom, von dem du vorhin noch gesprochen hast. Ich hatte gerade versucht gehabt, so ihn irgendwie vielleicht größer zu sehen, aber bei OBS, der wird ja nicht größer. Ach, Risen. Nicht Riesen, Risen. Ich hab'n eh dazu irgendwie fantasiert, keine Ahnung. Für Tarkov? Ey, was Tarkov angeht, du, Freddy, du könntest dich mal mit solchen Kobold zusammensetzen. Der spielt auch sehr gerne. Mit dem Carsten. Freddy, gibt's. Warte, Moment mal, ich überlege mal nochmal die Frage, bevor ich die so stelle. Packst du alles, was du im Stream spielst, auch auf YouTube? Oder gibt's einige Sachen, die du auf Twitch nur so spielst oder sowas, dass nichts direkt auf YouTube landet? Denn wenn du manche Sachen einfach so zockst, so die nicht dann auf YouTube landen, dann kannst du die ja trotzdem machen, diese Sound Alerts, und die dann extra dafür aktivieren.
Und sobald du ein Live-Let's Play zum Beispiel machst, kannst du die dann auch extra dafür wieder deaktivieren. Warte mal, so. Ja, auf jeden Fall lass dir damit Zeit. Fühl dich da definitiv nicht gestresst. Denn ich gehe mal davon aus, dass du das noch ein paar Jahre weitermachen. Streck mich nicht mal. Streck mich nicht! Ja, super. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Na, es kann. Also die Motivation, ich sag mal so, es gibt Momente, da schleicht es ein bisschen so oder da zieht sich irgendwie, fühlt man sich ein bisschen leer, was das angeht. Was YouTube und Twitch angeht, hatte ich auch schon Momente gehabt, wo ich mich dann einfach irgendwie gefühlt habe, hier. Auch wenn eigentlich das Gegenteil passiert war, aber trotzdem, so dass sich da einfach nichts entwickelt, sagen jetzt mal so, so ein Gefühl. Aber trotz solcher Momente einfach weitermachen. Denn die Motivation und der Spaß, die kommen auf jeden Fall wieder. Vielleicht auch mal irgendwie, vielleicht muss man sich auch mal eine Woche oder 2 Wochen mal Pause davon gönnen. Und das ist dann aber auch in Ordnung so. Man kann sich auch Pausen gönnen. Das ist alles in Ordnung. Aber ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich einfach gar keine Motivation hatte, gar keinen Bock. Aber ich habe trotzdem, zumindest was YouTube angeht, weitergemacht. Okay, das war aber auch, wo ich dann gar keinen Bock hatte mehr. Das war zu einem Zeitpunkt, da hatte ich schon richtig viel vorproduziert. Das ist niemandem aufgefallen. Konnte auch niemandem auffallen, dass ich da gar keinen Bock hatte. Weil ich zu dem Zeitpunkt nichts aufgenommen hatte, aber mehr als genug vorproduziert hatte. Das ist eh. Ja, dass ich da quasi. Als ich wieder die Lust dazu gefunden hatte, einfach direkt weiter aufnehmen konnte für YouTube. Und dann wieder mit neuer, frischer Energie das nächste Video machen konnte und die nächsten Videos. So, ich will mir das mal ansehen von unten. Oder von hier.
So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier oben? So. Ich bin mir sehr unsicher. Vielleicht hier irgendwo. Nee. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube, hier oben machen wir einfach dicht. Hier oben wird einfach dicht gemacht. Vielleicht auch. Komm, ich mache einfach so komplett dicht. Da warte mal. So. Hier wird dann Massivholz. Eine Massivholzdachspitze. Ist doch hübsch. Wenn du das meinst. Ich weiß ja sonst nicht, was ich hier jetzt oben machen soll. Nee, warte. Haben wir noch. Da oben haben wir. Den kleinen.
Freddy hat 4 Emotes und 2 davon sind Innos und Color. Ich weiß nicht mal, ob ich den richtig ausspreche. Sehr richtig ausgesprochen, okay. Und dann fange ich an, Ilex oder. Der ist auch aus Ilex, Kallan. Ist auch aus Ilex. Und dann erfahre ich, der heißt eigentlich Kellen. Ilex, okay. So, Freddy, wann kommt bei dir eigentlich Ilex 3? Ich warte die ganze Zeit darauf. Ja, du hast recht, darüber macht man keine Witze. Okay, ich nehme zurück. Ich weiß aber den aktuellen Stand von Piranha Bytes jetzt nicht. Du sagst jetzt Schieflage oder schreibst Schieflage. Aber die wurden jetzt noch nicht verkauft oder dicht gemacht, oder? Ah, okay. Also Björn Pankratz ist schon raus. Noch keine neuen Infos. Okay, also habe ich jetzt noch nichts Aktuelles verpasst, sagen wir mal so. Ja, okay. Mit denen, dessen Namen nicht genannt werden darf, dass die Arcania hier dann pleite gegangen sind, über die darf man sich lustig machen. Dann okay. Wenigstens das ist mir geblieben. Dass man sich darüber lustig machen darf. Ich bin aber mit der Dings hier Auswahl noch nicht ganz zufrieden. Das ist einfach zu sehr dasselbe Holz und ganz unten auch. Aber naja, wenigstens neues Lagerhaus. Vor allem, ich habe schon einen ganz genauen Plan eigentlich für die Dings, für die Kathedrale, sage ich jetzt mal. Das Lagerhaus wird hier erstmal einfach so nur dahin geklatscht. Sieht dann einfach ein bisschen dahingeschissen aus. Ja, Risen kommt ja noch. Ich muss jetzt erstmal noch Gothic 3 zu Ende spielen.
Götterdämmerung muss ich dann auch noch spielen. Wird als eigenständiges Let's Play kommen. Also ich trenne Gothic 3 von Götterdämmerung als Let's Play dann. Ja, das stimmt. Das kann man auch als eigenständiges Spiel haben. Also habe ich sogar tatsächlich als eigenständiges. Und danach tue ich mir wirklich die, nach Götterdämmerung tue ich mir die größte Schande überhaupt an. Da spiele ich dann Arcania. Oh Gott. Ich habe Angst davor, was mich da erwarten wird. Götterdämmerung meinst du, könnte für mich schlimmer sein? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel die da in Götterdämmerung kaputt gemacht haben. Könnte sein, dass mich da wirklich schon doch ein bisschen mehr enttäuschen wird, als ich ahne. Denn Arcania, da weiß ich, dass ich enttäuscht werde. Und dass die da alles irgendwie kaputt gemacht haben und so. Sage ich jetzt mal. Götterdämmerung noch null Plan, was da auf mich zukommt. Naja, abwarten. Also, Xardas habe ich jetzt gefunden. Wird exakt Folge 100 sein, sogar. Und ein paar Städte muss ich noch befreien. Und dann wollte ich ja irgendwie jedem da in den Rücken fallen, sage ich jetzt mal so, weil ich mich für eine Sache, eine. Man hat ja bei Xardas drei Entscheidungen, die man treffen kann. Und ich habe mich für die entschieden, wo man der größte Arschloch für sein kann. Wo einem dann jeder hassen wird. Aber mehr verrate ich dazu jetzt nicht. Mal gucken, wie viele Folgen das noch sein werden. Eine haptische Version, die haben einfach Bugs auf die Rückseite der Verpackung gedruckt. Jetzt ernsthaft? Das finde ich wiederum geil. Das. Wenn das auch wirklich so ist, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, wie das von denen gedacht ist. Ach so, übrigens, nur so als Info, das mit der Straßenbeleuchtung da wird nicht dauerhaft so bleiben. Die habe ich jetzt nur so gemacht, damit ich das im Zweifelsfall im Dunkeln wiederfinde. Die Straße. Wenn es wirklich so ganz dunkel ist. Das wird nicht dauerhaft so bleiben. So. Komm, dahin. Und auf der Seite genau das gleiche nochmal.
Ein Gebäude in Blender. Ich habe mit den Gebäuden noch gar nicht angefangen, tatsächlich. Was ich angefangen habe bei Blender, also abgesehen von den Charakteren, die ersten Waffen nachzubilden, sage ich jetzt mal so. Und ich versuche mich da auch nicht nur an die Waffenmodelle aus Skyrim zu orientieren, sondern wie die als Beispiel Daedra-Rüstung und so weiter in Morrowind und Oblivion aussahen, dass das eher mehr Varianten sind, also verschiedene Arten. Das, was ich schade finde, traurig finde, ist, in Elder Scrolls Arena gibt es keine einzige Daedra-Rüstung, die man einsammeln kann. Die heftigste Rüstung, die man da haben kann, ist die Ebenerzrüstung. Aber dafür gab es in Arena, Daggerfall, Morrowind und Oblivion noch Materialien bzw. Rüstungen, die aus Materialien bestanden, die es in Skyrim nicht mehr gibt. Zum Beispiel Adamantium oder hier Mithril gibt es in Skyrim nicht mehr. Vielleicht schon irgendwo, aber vielleicht wurden die umbenannt oder sowas, weiß ich nicht. Aber die findet man in Skyrim nicht. So, gleich haben wir das. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Das soll ja, wie gesagt, die Lagerhütte werden. Beziehungsweise gleich ist es schon dunkel. Ich mache lieber erstmal das Dach fertig. Dann gehen wir einmal kurz nochmal pennen. Ja, die Lagerhütte wird wahrscheinlich nicht hübsch aussehen. Werde ich sehr, sehr lange unglücklich mit sein. Womit ich aber auf jeden Fall richtig zufrieden sein werde, ist, weil ich da schon einen ganz genauen Plan habe, wie das bauen werde, dekorieren werde und so, ist hier die Kirche, was das da dann sein wird. Das werden wir ja komplett noch abreißen, umbauen müssen. Beziehungsweise. Mir fehlen noch eigentlich Baublöcke dafür. Also, ich habe ja noch nicht alle gefunden. Natürlich ist es jetzt dunkel. Enshrouded bei mir mehr Folgen als Gronkhs Minecraft-Projekte. Ich glaube, das wird bei mir Elder Scrolls Online. Denn Enshrouded ist ja so ein Ding. Das soll ja irgendwann ein Ende haben, weil es ja auch eine Story hat. Und klar, da kommt jetzt, also ich glaube nicht, dass das irgendwie 1000 Folgen bei mir wird. Elder Scrolls Online? Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass wir 1000 Folgen werden. Wie jetzt? Meinst du bei mir jetzt oder wie?
Altcoin. Elix 1. Wünsch lieber Pong, denn Elex ist ja auch nach Risen auf jeden Fall in Planung bei mir. Und ich würde das gerne für mich quasi, also für YouTube, so nicht im Stream den ersten Run spielen wollen. Damit ich das für YouTube auch aufnehmen kann und sowas. Vor allem nach der Gothic-Reihe oder Elder Scrolls-Reihe. Je nachdem, was sie von den beiden zuerst, Gothic sage ich. Ich meine jetzt entweder nach den Piranha-Bytes spielen oder nach Elder Scrolls. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon zuerst fertig kriegen werde. Habe ich vorgehabt, sogar noch die Witcher-Reihe anzufangen. Steht bei mir auch schon sehr lange in Planung, sagen wir so. Wunderhässlich, aber egal, ist. Das soll ja nur eine Lagerhalle sein, eine größere. Soll kein Kunstwerk sein, das Ding. Vielleicht irgendwann ja, aber jetzt erstmal nein. So, jetzt ist nur die Frage, was können wir davon... Ne, wir brauchen erst einmal Licht. Wer konnte Lampen herstellen? Hier, er hier, oder? Licht, 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 Licht. Sehe ich irgendwo Licht? Nicht bei ihm? Er hier? War es vielleicht bei den Dingern? So, Bronzeblock können wir machen. Kupferblock. So, warte mal. Warte mal, wie viele? Wir haben nur 24 von den Blöcken. Okay, Stauraum, Hake, drei Feuerstellen, Lichtquellen hier. Glühwürmchen und Pflanzenfaser brauchen wir dafür. Für diese Lampen. Okay, jetzt ist die Frage, wie viele Glühwürmchen haben wir und wie viele Pflanzenfasern? Beziehungsweise erst einmal... Hier rein und den Rest bitte. Ach so. Pack die erstmal hier rein. Warte, da unten, die packe ich auch schon mal wieder hier rein. So. Jetzt erstmal. Wo habe ich... Hier haben wir... Zwei Glühwürmchen haben wir. Pflanzenfasern haben wir 476. So. Achso, und irgendwo hier hatte ich die Bücher für Hehl. Ich habe... Nachdem die mir geklaut wurden, habe ich hier nochmal ein bisschen was eingesammelt.
Ja, mir wurden 1000 Stück geklaut, letzte Mal. Da haben wir einige gefehlt. Das sind jetzt 1530. So. Dann würde ich jetzt noch mal einen kleinen Break machen, noch mal kurz auf Toilette. Vielleicht noch mal eine neue Flasche holen. Das ist jetzt eigentlich abgestandene Cola von seit 3 Stunden, sage ich jetzt mal so. Also eigentlich eben schnell eine neue Cola holen. Einmal kurz dann noch mal auf Toilette und dann bin ich gleich wieder da.